rüber. Sehr gleich, zieh. Halt! Weg! Probieren wir mal anziehen. Sauber, sehr gut, passt. Wollt ihr bespaßt? Stopp! Halt! Zupfen einmal. Zupfen. Noch einmal. Zug. Jawohl, passt, super, sehr gut. Tschüss, Lanzjäng. Na, ist gut. Passt schon. Voll, passt. Hey. Ruhe mal. Gut. Zug. Passt gut. Zug. Gut. So, sag ich. Voll. In drei Schäfte hat es gebrochen, ich glaube, ich spiele. Das ist ein grausiger Fork. Oh,
Heute. Okay. Der Hund fliegt auch noch. So. Am Feld. Grüß euch, da ist wieder mal ein Austria-Forst, heute mit einem kleinen Resümee. Und zwar erstens, ich bin jetzt aufgefragt worden, oder zu mir ist es drunter geschrieben worden, man sieht keine Stromleitung, hat damit zu tun, dass es sich unter uns befindet. Wir waren schon einmal auf der Baustelle und da hat es letzten Herbst einen fetten Baum drauf gesäuft auf die Leitung, hat es am Osten umgeknickt, einen verbogen. Jetzt haben wir einen Auftrag gekriegt, so viel wegzutun, dass da nie wieder ein Baum drauf fliegen kann, weil da die Leitung einen ganzen Monat ausgefallen ist. Hält's an, weil ich geschwind die Leitung zeigen, damit es jetzt einmal 6. Ja? Sonst heißt es wieder, sie ist nicht da. Da ist die Leitung. Man sieht das einfach nicht, das ist das Problem. Man sieht es da links bei dem Wald, sieht man die Phasen. Die gehen da unter uns her und da drüber aus. Das Problem da bei den Bäumen ist, dass wir so steil sind da, dass die einfach durch die Reichweite, wenn sie abwärts fallen, drauf fallen könnten. Das ist eigentlich das Hauptproblem. So, ich habe es gerade gesehen, der Fabian tut gerade ausrasten. Der Sebi ist gerade nichts da, den habe ich jetzt geschwind Greifenburg schicken müssen, weil unsere Funkgeräte einen Totalausfall haben. Meins ist komplett hin, Vater Sense darf wohl noch gehen. Gestern schon die ganze Zeit gesponnen und mir reicht's. Das Funkgerät ist jetzt ein 1,5 Jahre alt, das sind diese Teile. Die hab's eh schon mal in die Videos gesehen. Und ja, ich weiß, mein Board steht in alle Seiten, weil es einfach so feucht ist und so kalt, dass der einfach nicht mehr bändigbar ist. Da sind die Funkgeräte. Ich habe jetzt einschalt. Sie laufen zwar wohl noch, wenn ich jetzt drauf drücke, rehe ich irgendwas. Zack, gehen sie wieder aus. Das heißt, die sind fertig gefahren. So, der Akku ist zwar voll, aber naja, ist halt Pech. Das ist halt so. Mit dem Klumpert. Jetzt habe ich aber aus Zufall was gekriegt. Leider ist es in Greifenburg. Weil der liebe GLS, Paketdienst, statt dass, dass ich angerufen werde oder sonst irgendwas, weil ich am Tag davor schon ein Paket kriege, habe es auch dort holen müssen, obwohl ich einen Absteller habe. Sie haben mich nicht angerufen, gar nichts. Jetzt habe ich noch heute selber mal bei der Paketstation angerufen. Ist es dort abgegeben worden, statt zu mir haben. Naja, es liegt halt seit fast 3 Tagen dort. Und jetzt werden wir es holen und da werden wir noch einmal ein kleines Resümee drüber machen. Ich teste jetzt den Pfannerfunk, und zwar diese Muschelfunk, Vierfachfunk. Das heißt, wir können alle vier uns miteinander verbinden. Sinn davon ist, ich kann immer wieder eingreifen, vor allem wenn irgendwas schief geht. Oder egal, es ist einfach, ich will ihn einmal testen. Und zu den ganzen Testgeschichten wird es sowieso einmal ein Sonntagstag-Video geben, weil ich da mal was klarstellen muss. So, okay. Ich würde sagen, wir machen noch weiter. Weiterhin gut Holz. Ja, austreiben. Geht noch ein bisschen. Gut. Du sag, hörst du nicht, gell? Ja, es ist interessant. Jetzt geht denn der Sprit aus, ich glaube, ich spiele. Ist nicht der Sprit aus? Ja, ist ein Stil. Aber wie an der Huse passiert ist. Jetzt gleich konzentrieren, schöne Buch lassen. Zugfalle.
Hält! Der Hund raus schon, Alter. So. Halten wir mal. Noch ein Wort, bis ich da gesagt habe. Nichts ziehen, nichts ziehen. Einfach los. Ja, genau wie wir gedacht haben. Super. Mittag. Super. Genau, für der man es kann. Jetzt ist sie. Los, Leute, voll ein paar Stückchen. Sauber. Sauber, wunderschön. Perfekt. Exzellent. Ja, war super. Super, perfekt. Sehr schön reingefallen. Super. Schon, oder? Super, perfekt. Gut. Super. Einmal ein Zupferl. Ein Zupfer. Passt. Gut. Naja, Vorteil ist, wegrollen tut das hier auch nicht. Gut. Hat's denn ausgehen? Nieder.
Grüß euch und einen wunderschönen guten Morgen. Nun ist wieder ein Austria-Forst. Es ist 6 Uhr morgens und es hat geschneit. Und zwar richtig schön. 10 cm. Gott, ja. Müssen wir heute die Baumstämme ausgraben. Heute. Ich habe heute schon um 4 in der Früh mal das erste Auto ausgeschaufelt und dann einen Vordersens, weil ich mein Auto in die Werkstatt stürme. Ja. Und ja, fahren wir heute einmal auf die Arbeit. Wegen dem Seilbahnsystem. Ihr werdet einige Sachen sehen. Ich werde es einmal genau erklären, wie das funktioniert. Nachzumachen ist es abzuraten, weil man da echt einen sehr guten Windenfahrer braucht für die Aktion, weil das ist jetzt nicht ein Seilbahn oder ein Laufwagen oder was auch immer. Ich werde euch das Ganze mal genau erklären und nachher seht ihr mal, wie das Ganze funktioniert. Ich werde ein paar Videoaufnahmen gemacht, wo man das ganz schön sehen kann, aber ich werde das Ganze mal in der Theorie erklären. So, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, bei euch hat es nicht so viel Schnee, dass ihr es was tun könnt. Weiterhin geht Holz, ja, Austria Forst. Ja, nieder, niederlassen. Jetzt fällt's. Lücker los. Passt. Passt. Ja, gut. Ja, der ist stark. Buchen ist Buch. Sobald es ein Knacker macht, fällt's um. Das ist der Pulver, oder? Was ist denn? Passt. Ja, passt. Ja. Ja. Fällt schon. Was ist denn? Ja, ist knapp. Jetzt. Passt schon, halt. Super. Hängt der liegt wieder so geschießt. Jawohl, passt. Halt, super, nieder. Jetzt macht der Hund gerade so. Gut, gut, gut. Ist halt voll. Super. Jetzt gerade sie die Hure an. Das ist super. Gut, gut, gut. Da ist drauf. Okay, no load. Good, no load. Sehr gut. Super, super gezielt. Kim noch ein bisschen, ja.
schauen, weil so sicher schaut er nicht aus. Ja gut, fällt. Super. Boah. Na, die sind ja schon zwei durch. Soll ich sagen, oder? Keiner gespielt. Keiner. Schnell. Ja, der erste fällt schon. Du, das kommst du auch runter, gell? Der ist noch gegangen. Der ist viel weg da. Aber so. Halt. Ja, ja, haben wir noch 4 Meter schwarze Locker. Halt, weg! Perfekt! Was geht? Und fällt! Perfekt! War genau mit die Gerne! Auf! Ich hab schon gewusst, warum ich das Stackerl herrichte.